Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Mikrofon auf Deli direkt jetzt zu Wochenbeginn, zum Handelsmontag. Und das könnte tatsächlich ein guter Handelsmontag werden, weil wir ja letzte Woche Freitag wie gebannt auf den G20-Gipfel geschaut haben. Ja, und der ging ja relativ stressfrei zu Ende. Es wurde großartig kein Streit, kein weiterer Handelskrieg dann abberufen. Nein, die Hoffnung, dass jetzt wieder miteinander gesprochen, kommuniziert und verhandelt wird, das dürfte heute zumindest mal die Börsen antreiben. Zudem soll es ja, glaubt man dem US-Präsident, jetzt zuerst mal keine weiteren Zölle geben. Ja, und die Blockade gegen Huawei, die wird dementsprechend auch noch aufgehoben. Also kann man ja großartig sagen, auch wenn es jetzt keine exorbitanten Ergebnisse gab, auch das mag ja zumindest ein Waffenstillstands-Szenario sein, was die Börsen heute durchaus honorieren dürfen. Ja, der DAX hat sich da am Freitag schon drauf gefreut. Da sind wir nämlich raufgegangen bis auf 12.398 Punkte. Ja, unser Jahreshoch lag bei 12.412. Das dürften wir also heute dementsprechend locker hinter uns lassen. Die nächste große Wegmarke für den Leitindex, den DAX, wäre dann die Marke von 12.600. Ja, auch nach den Amerikanern am Freitag ja fleißig, nicht ganz so dick der Aufschlag, 0,3%, 26.587 Punkte, der Dow Jones aus dem Handel gegangen. Ja, zusätzlich hatten wir ja am G20-Gipfel dann noch das Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Staaten, vor allen Dingen hat eben Brasilien das sogenannte Mercosur-Abkommen, und auch das dürften die Börse heute durchaus antreiben. Und wenn wir dazu noch nach wie vor einen geldpolitisch freundlichen EZB-Chef in Form von Mario Draghi haben, ja, dann kann eigentlich in dieser Handelswoche, außer Donald Trump twittert mal wieder etwas, nichts daneben gehen. Also von daher dürfte es dann diese Woche, zumindest heute und morgen, mal einen freundlichen Handelsauftakt geben. Klar, wenn wir heute dann über unser Jahreshoch hinauslaufen, kann es natürlich morgen am Dienstag auch ganz schnell mal zu Gewinnmitnahmen kommen. Aber das ist ja eigentlich an der Börse nichts Neues. Auf jeden Fall, es hat nicht gerappelt, nicht gescheppert am Wochenende beim G20. Und das darf man durchaus unisono mal positiv sehen. Gut, dass wir jetzt natürlich zuerst mal Ferienbeginn haben in den ersten Bundesländern, das dürfte natürlich den Handel bei Zeiten etwas ausbremsen, weil halt eben nicht mehr viele Marktteilnehmer da sind. Die sind jetzt im wohlverdienten Jahresurlaub. Der Handel dürfte etwas ruhiger werden, aber die politischen Gegebenheiten, die sind auf jeden Fall zumindest jetzt mal mit Daumen hoch und als positiv zu bezeichnen. Also das heißt, wir schauen diese Woche, weil Quartalsberichtssaison haben wir großartig noch keine, schauen wir natürlich auf die Konjunkturdaten, und da ist natürlich ganz wichtig, Ende der Woche die Arbeitsmarktdaten, Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten, der ist wiederum wichtig, klar, natürlich für die Geldpolitik in den USA, für die Politik, die ja Fed-Chef Jerome Powell betreibt, und selbst der hat ja schon anklingen lassen, dass es eventuell im Juli tatsächlich an den Zinsen dreht und das eher nach unten als nach oben. Das würde die Märkte natürlich logischerweise nochmals befeuern. Ja, und dann haben wir natürlich politisch gesehen am 7. Juli nochmal vorgezogene Parlamentswahlen in Griechenland. Aber das Thema Griechenland haben wir hier an der Börse 2,5, 3 Jahre schon gefahren. Da ist natürlich nur spannend, welche Partei da tatsächlich jetzt an den Drücker rankommt. Klar, für uns Börsianer natürlich sicherlich schon ein Punkt, dem wir Beachtung schenken. Wenn wir ansonsten schauen auf den Plan für nächste Woche, da geht es relativ ruhig zu, muss ich Ihnen sagen. Morgen haben wir einen kleinen Börsengang an IPO, nämlich von Global Fashion Group, ja, Modeunternehmen, die haben ein bisschen ihren Börsengang zuerst einmal verschoben, aber morgen am Dienstag will man wohl, ist übrigens eine Beteiligung von Rocket Internet. Ja, die Frage, kommt man denn zu dem Preis auch heraus, den man angegeben hat, werden die Aktien denn angenommen. Dann haben wir morgen bei Henkel den sogenannten Investors Day. Ja, und dann haben wir nochmal Grenke mit Umsatzzahlen. Ja, und am Mittwoch geht es dann weiter mit BMW. Die haben dann die sogenannten Kapitalmarkttage. Und am Freitag, Sie merken schon, wir haben ein paar Lücken in der Woche. Klar, so viele Termine sind natürlich jetzt zu Ferienbeginn nicht mehr da. Haben wir dann noch Hauptversammlung bei Hornbach. Also von daher eher eine ruhige Woche von den Terminen her, von den Konjunkturdaten her. Zahlen haben wir fast keine mehr. Aber natürlich eine Woche, die nach dem G20-Gipfel durchaus
positiv laufen könnte. Apropos positiv, wenn wir jetzt mal auf das erste halbe Jahr schauen, wir sind ja jetzt fast so weit, dementsprechend auch gerade das erste halbe Jahr mal Revue passieren zu lassen. Ja, da hat der DAX doch immerhin 17,4% gut gemacht. Da lagen wir im Jahr 2018 ja mit 18,2% eher im Minus. Also da hat der Leitindex sich ja dann doch ein bisschen verbessert. Und wenn wir mal die Top 3 raussuchen, der Aktien gerade aus dem Leitindex im DAX, dann haben wir drei Kandidaten, die da außergewöhnlich gut performt haben. Nummer 1, auf Platz Nummer 1 lag die Aktie aus Herzogenaurach, Adidas, alleine im ersten halben Jahr über 48% an Gewinn hinzugewonnen. Die Herzogenauracher fleißig, muss man sagen, haben auch immer wieder gute Quartalszahlen vermeldet und vor allen Dingen ihren Ausblick natürlich auch immer wieder bestätigt. Auf Platz 2, ja mit eins der internationalsten Unternehmen hier an der Börse, das ist das, was uns noch geblieben ist, im internationalen Wettbewerb, nämlich die Aktie von SAP, den Waldorfern, die hat 38% gut gemacht. Das Geschäft mit der Cloud, das Geschäft mit den Wolken läuft wohl ganz hervorragend. Und auf Platz 3 lag dann, und das überraschenderweise, die Aktie von Heidelberger Zement. Ja, gebaut wird aktuell massig und dementsprechend werden natürlich auch die Produkte von Heidelberger Zement gebraucht. Die Aktie von Heidelberger Zement innerhalb diesen ersten halben Jahres 2019 übrigens mit einer Performance von knapp 33%. Kann sich also durchaus sehen lassen und da kann uns ja nun klar keiner sagen, man könnte an der Börse kein Geld verdienen, gerade wenn ich drei solche Titel betrachte, die ja eher tatsächlich konservativ sind, aber natürlich in den Technologien, in den Zweigen unterwegs sind, wo aktuell Geld verdient wird, dann muss ich natürlich nach wie vor mein altes Credo behaupten und wiederholen. An der Börse ist es durchaus möglich, Gewinne zu machen, wenn man Zeit mitbringt, wenn man auf die richtigen Unternehmen hinschaut und wenn man sich halt eben dementsprechend um sein Geld kümmert. Ja, und das war's schon wieder von meiner Seite, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen eine gute, eine erfolgreiche Handelswoche. Bleiben Sie mir, bleiben Sie der Börse gewogen.